Ja, das sieht man eh nicht da hinten, Jonas. Brauchst dir gar keine Mühe geben. Wo bist du denn überhaupt? Ich seh nix. Guck. Ich seh wirklich nix. Nein, noch nicht. Es kommt noch. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Und jetzt haltet euch fest. Ihr wisst ja, Kaufland ist ja richtig genial. Kaufland hat immer super geniale Sachen wie Prime. Es schmeckt zwar nicht, aber trotzdem, das haben die. Die haben Gönnergy. Das schmeckt halt auch nicht, aber die haben immer die neuesten Influencer-Produkte. Jetzt haben wir Urus. Heißt das Urus oder Ursus? Urus. Urus, was der Knossi auch beworben hat, wenn es so heißt. Haben wir getestet. Ist er eigentlich durchs Kaufland nochmal bekannt geworden. Knossi hat das hier Werbung für gemacht. Das fand ich übelst genial, das fand ich übelst lecker. Jetzt haben sie Urus, haben sie auch wieder im Kaufland gehabt, sogar günstiger, habe ich mir gleich mitgenommen. Dann kam Pupsi ins Spiel und hat gesagt, pass auf, wer ist denn Money Boy? Kennt ihr Money Boy? Ich glaube, eigentlich jeder Mensch auf dem Planeten kennt Money Boy. Dreh den Swag auf. Oder wie es in der Parodie heißt, jetzt habe ich es vergessen, genau. Nein, steige aus dem Bett, neben meinem Schwager auf, kaue kurz an sein Penis, sag sein Sack. Yeah, I'm getting homo. Die Parodie dazu zu drehen, den Swag auf mit irgendwelchen Penisgelutsche und so Zeug, das hat ja so gut gepasst, denn Money Boy war wirklich der Lauch der Lauchs, der so schlecht war und so peinlich war, aber jeder hat über ihn gesprochen. Und dann irgendwann hat er gedacht, jetzt mache ich mal ein normales Lied, zeitgemäß, so rumdrippeln und irgendwas mit Gucci, Prada hin und her. Ich habe Money, ich bin rich und das ist der Money Boy und jetzt feiert jeder Money Boy. Und so ist der Boy am Hasseln und hat im Kaufland, mit Kaufland, übers Kaufland, seinen eigenen Orangensaft rausgebracht. Das müsst ihr ihm erstmal nachmachen. Kaufland, hier bin ich richtig. Immer Bio GmbH, Gergen Busch, 1 Gramm. Was? 1G? Das ist nicht 1 Gramm, das heißt 1G. In Rheinbeck. Was steht da noch drauf? Es ist Bio Orangensaft. DE Öko 007. 0,28 Liter. Watt eine Maßeinheit. 0,28 Liter. Hier ist auch die Chain dran. Da ist die Chain, die Money Boy Chain. Hier ist der Boy. Der Boy ist am Hasseln mit dem Sunglass. Guckt euch das an. Frag nicht, was für Saft steht da. Frag nicht, was für Saft. Einfach Orangensaft. Einfach Orangensaft von Money Boy. Hier steht bei Money Boy. Hier hat der Boy eine Orange, wo Rouse Juice makes in the hand. Hier hat der Boy ein Glas with Juice und hier hat der Boy, oh, wenn ich die Fresse sehe, hier hat der Boy hinter das Sunglass hier sein Gesicht. So. Sieht er irgendwie immer aus wie Dr. Octopus von Spider-Man, aber das ist der Money Boy. Das ist der Boy mit einfach Orangensaft. Und weil der 1,99 gekostet hat und Pupsi gesagt hat, das ist ja mega teuer für einen Saft, habe ich gesagt, nehmen wir gleich zwei mit. Habt ihr den schon? Kennt ihr Money Boy? Schreibt's mal in die Kommentare. Habt ihr den Saft schon mal probiert? Schreibt's mal in die Kommentare. Ich werde ihn jetzt mal schütteln. Wir wollen ihn jetzt mal probieren. Beziehungsweise willst du auch probieren? Ja. Gleichzeitig. Boah, jetzt habe ich das schon geöffnet und jetzt ist es da so rausgelaufen. Ich muss den Boy nochmal irgendwie fürs Thumbnail so hier reinhalten. So, und dann habe ich, weil ich das ja geöffnet habe, bringe ich dir das jetzt mal hinter. Bitteschön. Das ist jetzt dein Bottle. The Bottle of Juice. Und jetzt schüttel. Ich habe geschüttelt. Dürft aber kein Fruchtfleisch drin sein. Jetzt mache ich meins mal auf. Knack. So juicy, so fresh, so clicky, by the way. Wir nehmen mal einen ganz kleinen Schluck. Unglaublich. Pupsi ist schon wieder total enttäuscht und macht, dann sage ich, du musst es ja nicht trinken. Ich finde, das schmeckt halt wie ganz stinknormaler Orangensaft. Ja, einfach Orangensaft, aber es ist halt überhaupt nichts Besonderes.
einfach Orangensaft. Es ist so besonders, schon allein durch die Glasflasche. Schon allein, weil Money Boy drauf ist. Schon allein diese kräftige gelbe Farbe, das sieht so unglaublich aus. Ich kenne Orangensaft nur aus blöden Punika-Flaschen, die braun sind, wo du den Saft gar nicht siehst. Oder du hast es in irgendwelchen Tetra-Packs drin, entweder klein oder groß. Du siehst den Saft nicht. Und hier siehst du den Saft und er sieht so köstlich aus und so genial. Ich habe einen Schluck probiert und muss sagen, ich finde ihn übelst schmackhaft. Während die anderen schmecken nach Pappe. Die anderen, oh, wie süß ist der schon leer? Das ist halt normaler Orangensaft. Money Boy, Orangensaft, oh mein Gott. Natürlich mache ich keine Werbung, natürlich kriege ich nichts dafür, aber nö, ich finde die Idee einfach cool. Wenn jeder Idiot hier sein Energy-Getränk rausbringt und seinen Tee rausbringt und irgendwelchen Rotz rausbringt, und Money Boy macht einfach Orangensaft. Das ist übelst genial. Egal, ob man ihn liebt oder ihn hasst. Ich finde den Saft, der schmeckt auf jeden Fall gut. Der sieht richtig cool aus. Ist mal was ganz anderes. Für 1,99 müsst ihr selber wissen, ob ihr das trinkt, ob ihr das kauft, ob euch das wert ist. Ist jetzt was, würde ich auch nicht sammeln und nicht aufheben im Regal. Manche Lieder von Money Boy mittlerweile, muss ich sagen, höre ich auch selber sehr gerne, einfach zum Chillen nebenbei hier, Monte Carlo oder so, wenn ihr das nicht kennt, Money Boy, Monte Carlo, checkt's mal aus. Das geht halt in die Ohren, der weiß, wie er es gemacht hat. Auf sich aufmerksam gemacht, mit Scheiße, und dann, wo jeder ihn kannte, ein richtiges Lied gemacht und schon war er der berühmteste Money Boy der Welt, nämlich dieser eine. Ich werde das jetzt noch schnell austrinken und ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin. Euer Boy Ramse featuring Money Boy. Oh. Frag nicht, was für Saft. Einfach Orangensaft von Dr. Octavius Octopus. Wie heißt er? Doc Ock, Dr. Ock, doch, Octavius, der Dr. Octopus da. Also der von Spider-Man halt, ihr kennt den doch. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.